Bald geht's los mit 6 Hunden in die Bretagne. Habe ich an alles gedacht? Hallo ihr Lieben. Ja, nicht mehr lange, dann fahren wir mit dem Auto 1000 Jahre Richtung Frankreich. Da gibt es natürlich einiges vorzubereiten und mitzunehmen und einzupacken. Ich habe schon, als unsere Freunde aus Bonn, Nadine und Sven, das letzte Mal hier waren, denen schon so ein paar Sachen mitgegeben für die Hunde, damit unser ohnehin schon sehr volles Auto nicht noch voller ist und die ja mehr Platz haben. So, das heißt, das Hundefutter für die Zeit und so Hundedecken und Hundehandtücher, das haben die alles schon dort. Auch wird Nadine noch Näpfe einpacken für die. Aber so ein paar Sachen, die brauchte ich halt jetzt auch noch in der Zeit. Oder hatte ich noch nicht. So, und zwar habe ich jetzt gerade noch mal gekauft für die lange Fahrt solche Näpfe hier, die also nicht umschwappen im Auto. Wir fahren mit 3 Boxen. 2 Boxen, wo jeweils 2 Hunde drin sind und eine Einzelbox für die Grand Dame Lotta. So, dann natürlich, wenn man über die Grenze fährt oder allgemein, wenn man irgendwo hinfährt, wo es sein könnte, dass es heißt, ihr kommt nicht rein, wenn ihr nicht nachweisen könnt, dass die Hunde geimpft sind. Die ganzen Ausweise meiner Hunde. Und dann für vor Ort. Ich habe für alle meine Hunde solche Anhänger machen lassen. Da steht einmal der Name des Hundes drauf und dann meine Handynummer. Und das schon wohl wissentlich mit der +49 vorweg, falls man mit dem Hund mal ins Ausland will. Das ist so schon mal ganz gut, aber es gibt dann halt vielleicht auch Leute, die Hemmungen haben, eine ausländische Nummer anzurufen, wenn sie jetzt meinen Hund gefunden haben. Deswegen habe ich solche Schlüsselanhänger gekauft für 1 Euro. Und da wollte ich gern die Adresse des Ferienhauses draufschreiben, sodass, wenn das jetzt in der Nähe ist, dass die vielleicht einfach vorbeigebracht werden oder sowas. Der Pepe ist mir in Dänemark mal abgehauen und irgendwie hat die das nicht gesehen, dass der meine Nummer am Halsband hatte. Er wäre bestimmt auch wieder zurückgekommen, aber die hatten ihn nun schon angeleint und sind mit ihm da durch die Gegend gelaufen. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich ihn dann wieder hatte. Das war nicht schön. Ja, dann habe ich meine Tierärztin gefragt, was ich noch auf jeden Fall mitnehmen sollte, so als Notfallgeschichte oder präventiv oder was auch immer. Und sie sagte mir, und das ist vielleicht echt auch für andere, die jetzt mit ihrem Hund in Urlaub fahren wollen, ganz interessant, in vielen Urlaubsgebieten gibt es Sandmücken. Und Sandmücken sind die Viecher, die Leishmaniose übertragen. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Spot-on-Präparat oder ein Flohzecken-Halsband oder sowas habt, dann müsst ihr gucken, ob das auch wirklich gegen diese Sandmücken hilft. Ich hatte bisher immer nur Frontline und das hilft dagegen nicht. Deswegen habe ich jetzt nochmal, ich muss den Markennamen zuhalten, weil ich sonst überall immer Werbung einblenden müsste. Hiervon also eine ganze Verkaufseinheit gekauft. Dann sind wir da auch schon mal schier. Dann habe ich gerne im Haus Fenchelhonig. Falls einer mal so ein bisschen hustet oder sowas, ist aber jetzt noch kein richtiger Husten ist, wo man natürlich zum Tierarzt mit sollte. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, hilft das auch schon. Also ein Esslöffel Fenchelhonig übers Futter und dann bricht das gar nicht erst aus. Außerdem habe ich noch Kohletabletten bestellt, falls einer irgendwie zu viel Salzwasser schluckt und Durchfall kriegt oder so. Ja, dann werde ich mitnehmen einen Kamm, eine Bürste, eine Krallenschere, Zeckenzange. Ja, solche Sachen, so ein Wundspray, eine Heilsalbe, aber
Da nehme ich einfach die Sachen, die auch die Menschen haben. Kernseife noch. Kernseife ist immer ganz gut. Das wirkt desinfizierend. So ein Stück Seife kostet 30 Cent oder sowas im Supermarkt. Und das hilft auch schon immer viel bei so kleineren Wunden oder so. Das desinfiziert halt, ne, wenn man das damit wäscht. Ja, normales Hundeshampoo, damit man. Viele Hunde mögen das nicht so gerne, wenn das Salzwasser so auf der Haut bleibt, ne? Dass man die dann einmal ein bisschen sauber machen kann. Also stelle ich mir auch unangenehm vor, wenn ich die ganze Zeit das Salz auf der Haut hätte. Naja, so, dann ist es ja so, dass das Haus schönerweise nur 80 Meter vom Strand entfernt ist. Also das Haus ist das letzte in der Reihe, danach kommt Strand. Das ist schon echt ganz cool. Und ich hatte jetzt überlegt, irgendwie Weltengitter oder sowas mitzunehmen, wenn wir dann da am Pool sind oder eben am Strand sind, dass wir die Hunde, ich kann nicht alle gleichzeitig da laufen lassen und auf alle gleichzeitig achten, nebenbei noch gucken, dass meine Kinder nicht ertrinken oder sowas, dass ich die dazwischen parke oder so. Aber da sagten die anderen, dass wir keinen Platz im Auto haben, das stimmt ja auch. Und eben, dass wir die ja dann auch ins Haus bringen können. Also immer nur so in Gruppen vielleicht mit rausnehmen. Falls sie das aber doof finden und irgendwie jetzt nicht schlafen wollen, sondern ein bisschen mit bei uns sein wollen, habe ich noch zwei Schweinehaken, nennen wir die immer. Also da können wir die dann zumindest im Garten irgendwie parken. Am Strand weiß ich nicht. Wenn das da in der prallen Sonne ist. Also ich werde nicht die 80 Meter dann noch mit einem Sonnenschirm und sonst wie bepackt da hinter mich bringen. Das lohnt sich irgendwie nicht. Da kann man dann auch wieder zurück auf die Terrasse gehen. Habe ich jetzt an alles gedacht? Fällt euch noch irgendwas echt Wichtiges ein? Jetzt zeige ich euch nochmal, was wir noch so an Änderungen vorgenommen haben. Wir haben an den Caddy noch mal einen Dachgepäckträger dran gebaut, drauf gebaut, damit wir diese Box da drauf schnallen können. So, und jetzt weiß ich nicht genau. Also, die Box hat meine Schwester für 20 Euro auf dem Flohmarkt geschossen. Werden wir, die jetzt die ersten sind, die dieses Ding benutzen, vielleicht feststellen, warum die so günstig war? Ich habe ein bisschen Angst. Naja. So, also unser ganzes Gepäck kann dann also in die Dachbox. Und jetzt zeige ich euch, ich hoffe, man hört mich mit dem Wind. Jetzt zeige ich euch mal ein mega cooles Phänomen. Ich glaube, die Mitarbeiter von VW. Die haben gedacht, Mensch, so ein Caddy-Kofferraum müssen wir genauso groß machen, dass da zwei solcher Boxen reinpassen. Also ihr seht, hier ist echt kein Spiel mehr. Die grenzen hier aneinander an, aber sitzen trotzdem. Ich habe sie jetzt nicht mit Gewalt da reingeschoben. Also ich bin völlig begeistert, dass das so passt. Ja, also hier zwei Boxen mit je zwei Hunden. Und eine dann da zwischen den Kindersitzen. Ich glaube, die Hunde haben mehr Beinfreiheit als wir alle. Ja, wir sind schon ganz schön aufgeregt. Aber das wird richtig cool. Wie gesagt, ich hoffe, wir haben an alles gedacht. Wenn euch noch was einfällt, lasst es mich wissen. Bis die Tage. Was? Du hast den Kanal noch nicht abonniert? Dann aber los!